dass der Verdacht zutreffen könnte, dass hier jemand schuldlos und rundherum zu Unrecht bereits seit Jahren zwangsweise in der Psychiatrie sitzen würde, ein Mann, der überhaupt nicht krank war. Ich habe ja vorhin auch mal angesprochen, ob dieser Fall Max Eder oder auch die anderen verhafteten Reichsbürger, ob das denn möglicherweise der Vertuschung dieses Staatstrauerspiels im Rahmen dieser Reichsbürger-Razzia sein könnte. Was meine ich denn damit mit dieser Vertuschung? Er wurde unter dem Begriff verhaftet. Ja, er wurde unter dem Begriff verhaftet, er sei Reichsbürger. Das war aber diese Reichsbürger-Razzia, die da stattgefunden hat, bei diesen angeblichen Reichsbürger, was immer das sein möge, das kann sich jeder selber vielleicht überlegen. Auf alle Fälle, was ich meine mit dieser Vertuschung dieser Reichsbürger-Razzia, es ist halt schon irgendwie komisch, konnte von wegen, denn mal ganz ehrlich, hätten diese Leute einen bewaffneten Putsch geplant und durchführen wollen, hätte man dann tatsächlich unzählige Journalisten der versammelten Staatsmedien zu diesem Show-Event eingeladen, zumal einige Journalisten bereits Wochen vorher dazu eingeladen wurden für diese Show. Komischerweise auch in rechtzeitigem Zusammenhang nach dieser Tragödie in Illerkirchberg. Also es ist schon sehr komisch, dass man hier so eine Show veranstaltet und Journalisten einlädt, wenn doch so eine angeblich große Gefahr ausgegangen wäre und kurz wir vor einem Putsch standen durch diese Herrschaften. Also ich finde es ziemlich lächerlich, ganz ehrlich. Freiheit für Max Eder! 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 Ich bedanke mich, dass Sie da gewesen sind. Dank auch Thomax TV an Helge und allen anderen. Eva! Eva, an dich. Münchner Münchner Lokalfernsehen München, ja, Wahnsinn, da geht die Post ab. Ja. Ein Also ich wünsche mediales einen schönen Sonntag Großereignis. auch an die Polizei. Hiermit ist die Versammlung beendet. Vielen Dank. Und ich bitte auch alle, die einen Ordner bitte hatte, zu mir zu bringen. Also einen Ordner bitte. Genau. Dass der Verdacht zutreffen könnte, dass hier jemand schuldlos und rundherum zu Unrecht bereits seit Jahren zwangsweise in der Psychiatrie sitzen würde, ein Mann, der überhaupt nicht krank war.